Tag, Leute, ich bin's. Nicht Tess, denn Tess ist leider nicht da. Er hat keine Zeit für mich. Er ist beschäftigt mit anderen Dingen, die wohl wichtiger sind als ich. Kadi ist Opa mit einer 2-Euro-Donation. Brudi, wann gibt's mal wieder Pute mit Reis? Ja, kein Stress. Komm nächste Woche vorbei. Ich lade dich mal wieder ein, Digi. Aber nichtdestotrotz muss ich meinen TÜV vorbereiten, denn mein TÜV ist abgelaufen. Und ich habe im ersten Versuch keinen TÜV bekommen. Deswegen habe ich noch ein paar Sachen, die ich unbedingt machen muss. Da Tess leider nicht da ist, muss ich irgendwie schauen, dass ich es selber hinkriege. Aber ich denke und hoffe, dass ich es hinkriege. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe hier ein paar Mängel, die ich beheben muss. Ein paar kleinere Mängel konnte ich schon beheben mit Tess. Das sind so Sachen wie irgendwelche Bremslichter oder irgendwelche Birnen austauschen oder so. Und jetzt sind halt eben Sachen, die ich alleine nicht hinkriege, jetzt aber doch alleine hinkriegen muss. Und das wären zum ersten Mal Querlenker. Hintere Achse müssen die Federn getauscht werden, da sie gebrochen sind. Den Servoschlauch muss man tauschen. Da habe ich absolut gar keine Ahnung. Da warte ich danach auf Tess, wenn er hoffentlich bald wieder kommt. Das Ganze hier sieht mir auch nach einem richtig cleanen Coupé aus. Gefällt mir richtig gut. Die Felgen, die gleichen wie auf dem E39 drauf. Können wir hier auch schön nachlesen auf MyHood. Eisenmann Endschalldämpfer dran. Hier die Rondellen 0058. Macht einen sehr sauberen Eindruck. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr mit Merkel und mir in der Tess-Army drin seid, damit wir deine ganzen Autos nämlich auch finden. Auf der Seite kannst du dann einfach dein Auto anlegen, kann mir angucken, wie du dein Auto aufgebaut hast, also ins Detail gehen. Und für die Gruppe gibt es sogar eine Mitgliederkarte. Das heißt, ich könnte jetzt nachgucken, woher die ganzen Mitglieder aus meiner Tess-Army kommen. Ich sehe hier viele aus Österreich zum Beispiel. Ja, bei Mainz sind es irgendwie 18 Leute in der Nähe. So kann man halt auch coole kleine Treffen organisieren und so Stuff. Komm, sag mal, wie findet ihr MyHood bis jetzt? Hier habe ich auch schon das Paket bestellt von ACP. Hier sehen wir zu einem Mal unseren neuen Querlenker, die rechte Seite. Boah, ich habe echt gar keinen Plan, wie man das macht. Auf jeden Fall. Querlenker, rechte Seite. Dann haben wir einmal noch die Feder für hinten und noch ganz viele andere Lagerteile. Also an sich musste ich nur die Lagern tauschen, aber ich habe das komplette Querlenker-Set gekauft mit allen Lagern und alles drum und dran, damit der Einbau hoffentlich leichter ist. Und weil der Preis sowieso nicht groß Unterschied hat zu einem Lager und zu einem ganzen Querlenkersatz, habe ich gedacht, mache ich es gescheit und kaufe gleich alles neu. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man den Übergang macht, aber jetzt lasse ich das Auto mal hoch. So, also dieser Lager, ich glaube, das ist ein Lager, ist wohl kaputt. Der wackelt ganz schön, wenn man da... Hier! Ja, sieht man nicht, aber auf jeden Fall ist der kaputt. Und da tauschen wir gleich den kompletten Querlenker aus. Und zum anderen haben wir hier einmal eine gebrochene Feder. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das sieht. Vielleicht brauchen wir kurz Licht. Es ist genau an der Stelle gebrochen, wo die Feder aufhört. Haben wir ein bisschen erstmal gucken müssen, ob das wirklich gebrochen ist, weil man das kaum sieht. Aber ja. Und ich werde auch damit starten, denke ich mal, weil es, denke ich, hoffe ich, auch leichter ist als der Querlenker. Wobei das auch nicht so schwer sein sollte. Fangen wir einfach mal an. Mir wurde gesagt, in einem 2-Minuten-Tutorial, wie man das alles austauscht, dass man diese Schraube aufmachen muss und der Rest ist ja eigentlich ganz einfach. Drum mache ich das jetzt einfach mal. Damit nichts schief gehen kann, lasse ich diesen Dings, wovon ich den Namen vergessen habe, einfach mal hoch, damit das ganze Gelenk nicht runterfallen kann. Okay. Also wir hätten die Schraube schon mal weg und jetzt habe ich absolut gar keinen Plan. Ich denke einfach mal runterlassen. Jetzt ist die Achse schon mal lose und ich denke, ich muss einfach nur runterziehen. Da sieht man jetzt auch, dass die hier gebrochen ist und jetzt einfach eine neue reinstecken und wieder zumachen. Okay, also bis jetzt die größte Challenge war, diese Federn auseinander zu bekommen und müssen mal gucken, was oben und unten ist. Aber sieht auf den ersten Blick ziemlich gleich aus. Drum hätte ich gesagt, bist du drauf und gut, oder? Irgendwie einfach rein. Oder mache ich den zuerst hier rein, jetzt den da rein und dann irgendwie unten. Komm! Ah. So einfach ist es. Und jetzt einfach nur noch hochbocken mit dem Teil hier und dann zumachen. Okay, ich denke, die erste Seite ist fertig und es hat mich jetzt nur 15 Minuten gedauert oder so.
So, beide Federn sind jetzt drin. Die zweite war tatsächlich ein bisschen schwieriger reinzukriegen, aber nur weil ich so dumm bin und halt eben keine Erfahrung habe, habe ich gedacht, ich kriege das mit den bloßen Händen hin, die Feder reinzukriegen. Tess hat mir zwar den Tipp gegeben, das Auto weiter runterzulassen, dass ich dann hier drauf springe mit meinem ganzen Gewicht und dann irgendwie die Feder reinspanne, aber irgendwie habe ich es auch so geschafft. Und ich denke, das sieht man mir auch an, aber das liegt daran, dass ich ganz leicht anfange zu schwitzen. Also das war an sich überhaupt nicht anstrengend. Und an sich war die zweite Feder, also die rechte Feder, auch noch in Ordnung, aber Tess hat gesagt, wir machen beide, dann machen wir beide. So, weiter geht's mit den Querlenkern. Da habe ich Querlenker inklusive Stabilisator und auch dem Control Arm alles mitgekauft. Und drum denke ich, dass es ein bisschen leichter geht, als wie wenn ich es nicht mitgekauft hätte. Auch da wurde mir kurz erklärt, die Schraube weg, die Schraube weg, die Schraube weg, zwei Schrauben weg und dann ist es eigentlich auch schon getauscht. Also von dem her wahrscheinlich super easy. Wunderschönen guten Tag, ihr kleinen Schnuckis. Na, sag an, wie läuft's? Ja, es läuft super. Lachs läuft. Hey, seht, Federn hast du komplett alleine getauscht gekriegt. Ich bin stolz auf dich. Wie schaut's mit den Querlenker aus? Die wollen noch nicht so. Ich sehe hier schon überall WD-40 dran. Stabi-Stange ist hier schon weggelöst. Jetzt bin ich gerade noch oben nebst dem Motorhalter an der Schraube. Soweit, so gut. Dann packe ich mal mit an, dass wir ein bisschen schneller sind. Ist das in Ordnung oder willst du alleine durchziehen? Bitte hilf mir. Gut, dann geht's mal weiter. So, mir wurde gerade gesagt, dass das hier kein Stabilisator ist, auch wenn es so wie einer ausschaut. Sieht das für dich aus wie ein Stabilisator? Für mich sieht es nach irgendwas aus. Siehst du das? Das ist eine Metallstange. Die stabilisiert dein Fahrwerk. Das ist ein Stabilisator. Was du da hast, stabilisiert höchstens den Pimmel von deinem Querlenker. Deswegen ist es ein Querlenkerlager. Genau, das habe ich vorher auch herausgefunden aus eigener Kraft. Und jetzt erklärt er das nochmal genauer. Ich habe jetzt diesen Querlenker eingespannt, damit ich diesen Querlenker... Wie heißt das Teil nochmal? Stabilisator. Damit ich den Querlenker-Stabilisator... Adus. Junge, ich glaube dir alles, was du sagst. Weißt du, musst mal dein ernstes Gesicht sehen, wenn du das sagst. Das schneiden wir alles raus. Du Hund. Also, auf jeden Fall, damit wir den Querlenker-Lager reindrücken können. Alter, ich sag's dir, wenn das jetzt ein Running Gag wird, dann rasch die komplett aus. Und man kann das mit der Hand einfach reindrücken, oder? Oder kann man das auch einfetten? Warst du fett? Ja gut, aber ich bin mir echt gar nicht mehr sicher, wie das rumgehört. Scheiße. Diese Dinge gehören nach oben. Und schon hast du es. Schön. Genau, und jetzt mit dem Finger nur ein wenig rumschmieren. Ja, es bewegt sich kein bisschen. Bei dir schaut es immer so entspannt aus, so als wäre es gar keine Arbeit, so richtig. Das ist einfach, weil ich ein entspannter Typ bin, weißt du? Ach ja, das geht schon ein bisschen zäh. So, wir haben jetzt den Spieß gedreht und hoffen auf ein verbessertes Resultat. Boah, das war der deutscheste Satz, den ich jemals gesagt habe. Gleich nach Test kannst du mir mal einen Leberkäse-Semmel mitbringen. So, und jetzt ist genau das passiert, was ich dir vorher gesagt habe. Oh nein. Warum spannst du nicht das Lager richtig rum ein? Junge! Hör mir doch einmal zu! Du hast gesagt! Im schlimmsten Fall machen wir es halt nochmal. Ich wollte es aber nicht nochmal machen. Ja, mein, dann machen wir es halt nochmal. Ja, dann machen wir es halt nochmal. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn der Manu dich jetzt dabei erwischt hätte, der hätte dir den Querlenker um die Ohren geschlagen. Dein Lager machst du jetzt schön selber wieder runter. Jetzt hast du gesehen, wie es geht. Du kriegst es bestimmt drauf. Ich kümmere mich vorne um den anderen Querlenker. Ist das in Ordnung? Ja. So, Versuch Nummer 2. Jetzt ist richtig rum. Jetzt bauen wir es nochmal ein.
Also Federn und Querlenker wären drin, Meister. Was müssen wir noch machen? Was steht auf der Agenda? Also wir haben zum einen noch die Lenkhilfe, Aktivlenk, aktive Lenkung, Schlauchleitung, Lenkung, undicht. Also Servoschlauch undicht. Richtig. Welcher? This one. Der da? Ja, der ist ein bisschen nass. Und der Rest sind alles geringe Mängel, die man übersehen kann. Was man aber nicht sollte. Gut gerettet. Ja, aber der Schlauch ist ja auch easy, oder? Ja, ich denke. Dann los, worauf wartest du? Dass er getauscht wird. Und fühlt sich gut an? Nee. Ja, doch. Oh. Ja, da kommt Öl. Was meinst du, warum ich die Wanne da schon hingestellt habe? Aufdrehen und rauslaufen lassen. Ja, Schraube, bitte komm schnell raus. Lass so die Schraube einfach drin hängen. Hast du die draußen? Ich hab sie. Das ist eine Hohlschraube. Sobald du die löschst, läuft da oben das Öl raus. Ja, einmal frei, jetzt lassen wir das hier nur ein bisschen auslaufen. Das Öl sieht ganz normal aus soweit. Alles gut, kein Glitzer irgendwie drin. Jetzt müssen wir noch oben am Ausgleichsbehälter die Schelle aufmachen. Da machen wir dann nachher die normale Rohrschelle hin, nicht so eine gequetschte. Und dann tauschen wir den Schlauch. Alter, Schlauchlager. Also Schellelager. Also rein theoretisch habe ich gerade eine Schelle von dir bekommen. Stimmt. Dann sind wir vorne soweit fertig. Jetzt müssen wir nur noch einmal alles sauber machen, weil da ist jetzt natürlich überall Öl und das sehen TÜVer jetzt nicht so unbedingt gerne. Schauen wir nur schnell nach deiner Kupplung. Aber ich glaube nicht, dass wir dadurch das Problem beheben. Hast du das Problem schon erklärt? Nee. Problem ist, dass wenn er einkuppelt und fährt und er bleibt auf der Kupplung stehen, dann zieht das Auto trotzdem weiter. Also die Kupplung trennt nicht richtig. Kann sein, dass es mit Glück einfach nur durch Entlüften behoben ist, das Problem. Ich glaube aber eher, dass da eine neue Kupplung fällig ist, weil deine Druckplatte nicht richtig will. Aber kann dich beruhigen, Kupplung tauschen bei dem Auto ist nicht so schwer und vor allem ist es billig. Gegenfrage, was ist denn überhaupt schwer in dem Auto? Also wenn man es so nimmt, ist der E36 ein perfektes Anfängerauto, weil eigentlich alles easy ist zu machen, wenn man außer Acht lässt, dass Schrauben regelmäßig festrosten und man sie rausbauen und rausflexen muss. Oh. Aber sonst ist an dem Auto eigentlich alles easy. Ja, das hat meine Frage gut beantwortet. Ja. Ich habe jetzt gerade die Aufnahme verkackt, die Bremsflüssigkeit sah sehr gut aus, es war ein bisschen Luft drin, aber eigentlich jetzt nichts Wildes. Du kannst frei schon runterkommen da oben, du musst ja jetzt nicht chillen, gell? Sorry. Soll ich dir die Hand reichen? Nee, ich achte. Digga, wie du da klebst wie so ein Affe. Warte, Jörg, komm. Das war meine Superheldenlandung. Okay, wie ist dein Superheldenname? So, was machen wir jetzt, nachdem wir Bremsflüssigkeit rauslassen haben? Probefahrt. Lass mal die Karre runter, wir füllen es jetzt noch wieder ein bisschen auf. Hallo, wir füllen diesen Behälter auf mit Bremsflüssigkeit. Wir nehmen das hier so lang. Wichtig beim Befüllen ist, dass sie hinterher voll ist, die Flasche. Ja, okay, muss ich auch wieder so nicht starten und bremsen dabei? Er sagt dir den maximalen Füllstand. Du musst ungefähr bis zu dem Fallziel. Das ist schon zu viel, Kadi. Aber schütt ruhig nochmal rein. So, was fehlt noch für eine Flüssigkeit? Servoflüssigkeit. Richtig. Wo kommt die rein? In den Servobehälter. Richtig. Und wo ist der? Da, wo wir den Schlauch weggemacht doch, haben. Das ist der Servobehälter. Das ist der Servobehälter. Was steht drauf? ATF. Nee, ist der Ölfilter. Nein. Da steht irgendwas mit Oil. ATF Oil. ATF Oil Only. ATF steht für Automatic Transmission Fluid. Also Automatikgetriebeöl. Aber ja, das ist der Servobehälter. Du willst jetzt mein teures Drift-Servoöl nehmen, oder was? Keine Ahnung, reicht auch, wenn wir Wasser reinkippen bei der Pissbude. Ja, ich habe tatsächlich nur das da, dann nimm mal halt das. Ja. Schaut gut aus, ja? Ich finde, das schaut gut aus, oder? Also dann lenke, dann mach mal das Auto an, lass es laufen und lenk nach rechts und links vorsichtig. Los! So, und jetzt langsam lenken, rechts und links. Sehr gut. So, Kadir. Hier ist die Kamera, du machst jetzt das Outro. So Leute, also im Endeffekt sind wir jetzt durch. Wir haben alle Sachen repariert, die repariert werden müssen. Shoutout geht raus an E36 Tess für die Hilfe. Ich würde sagen, wir beenden dieses Video mit einem abschließenden Satz von Tess. Ich mach's jetzt richtig schwer. Also da sieht er irgendwelche... Schlägst du mich jetzt mit meinen eigenen Waffen? Irgendwelche abschließenden Worte? Ich zeig dir was Abschließendes.